Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Heute wieder mit dem Podcast Quickie. Hallo Daniela. Hi. Und unsere Fans, Zuhörer und einfach nur Leute, die das gerade gesehen haben, haben wieder gewotet. Stand zur Auswahl Nightwatch von 1994, also das Original, nicht das Remake. Und wie heißt der mal? Der Vater der Braut, mit Steve Vater Martin. der Braut. Und rate mal, was ist bei rausgekommen? Wahrscheinlich nicht Vater der Braut. Genau, es ist nämlich Nightwatch geworden, der Thriller mit leichten Hang zum Horror, sage ich schon mal vorweg. Du weißt ja nichts von dem Film, oder? Wie immer Nein, wahrscheinlich. Nein, nein. kennst du Ich gar nicht. sage wieder Danke fürs Voten. Toll, dass ihr immer so super Filme votet für mich. Ich freue mich Ich habe mich auch riesig. gewundert, weil ich dachte dann, oh nein, ich schieße ein Eigentor. Dann denken die Leute, komm, jetzt machen wir mal Sandro fertig und der muss ja Vater der Braut mit Steve Martin, obwohl ich die auch mag, Steve Martin, aber so eine kitschige Komödie hier in Sachen Hochzeit muss ich jetzt auch nicht immer haben. Egal, wir gucken uns den Film jetzt an. Oh ja. Viel Spaß und selbst. Bis gleich. Bis gleich. Ach, ein Elend, dass die hier einen Schlüssel reinhängen mussten. Ach, ein Elend. Wozu sind die Schnürre da? Ach, das ist bloß theoretisch. Wenn einer aufwacht und an der Schrippe zieht, Dingelingeling, dann geht der Alarm los in der Wachstube. Und du rufst den Arzt an im Hauptgebäude. Machen darfst du nichts. Bloß anrufen. Aber das passiert nie. So, da sind wir wieder. Film geschaut. Äuglein noch wach. Oh ja. Was gibt's um Mitternacht? Oh Mann, war das schlecht. So, Nightwatch gesehen. Von 94. Aus Dänemark. 107 Minuten lang. FSK 16. Verstehe. Darfst du also schon gucken. Ich glaube Von nicht. Ole, Bornedal. Und Hauptdarsteller, fangen wir mal direkt da an. Nikolai Coster-Waldau. Er kam mir nicht bekannt vor, ne? War das das Baby oder der andere? Das Baby? Ja, dieser blonde Bubi Der da. Nachtwächter? Ja, Ja? der sah aus wie 12 ungefähr. Kann man gleich gucken, wie alt er zu dem Zeitpunkt war, aber der kam mir nicht bekannt vor. Doch, irgendwie schon. Er sieht halt aus wie so ein Bubi. Okay, ich sag's dir mal. Wir haben ja jetzt die ersten zwei Staffeln gesehen von Game of Thrones. Ah, Da ist ja, er der stimmt. Inzestbruder, Ah, der okay. den anderen Jungen in der ersten Folge, kann ich ja sagen, dann den Jungen da runterschubst vom Turm. Ah, ja, Ich ja. weiß nicht mehr, wie die heißen alle. Wir haben nur die ersten. Ja. Ah, Erinnerst dich wieder, ne? ja, Okay. tatsächlich. Irgendwie, aber ich wäre niemals darauf gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, okay. Das ist er. Der andere ist Kim Bodnia. Den kennst du, glaube ich, nicht. Der hat in Pusher, Bleeder, in China essen sie Hunde mitgespielt. So, das ist wirklich der neben Mads Mikkelsen so der beste Schauspieler mit, so, den Ja, man der war kennt. ganz gut. Der ist Also gut, ne? Der hat dir unsympathische Rolle, aber gut. Der hat mich an Bill Murray irgendwie erinnert, Ja, von Bill der Murray vom Optik Typ so. her. Der nämlich irgendwie an deinen Ziehvater Manni so ein bisschen auch vom Typ her. Ja. Ja, ich war. Auf der Lederjacke so breit, irgendwie ein bisschen kräftiger und erzählt nur Schwachsinn. Schöne Nein, Grüße an Quatsch. dieser Schöne Grüße, genau. Stelle. Ja, und es gibt, glaube ich, eine Premiere, die ist aufgefallen, du hättest den Film vielleicht schon mal gesehen. Ja. Vermutlich bin ich beim letzten Mal bei der passenden Stelle eingeschlafen und einfach nicht wieder aufgewacht an dem Abend. Aber wir haben den auf jeden Fall schon mal, also nicht den, sondern das Remake dann, ne? Weil die Leute Genau. kamen mir alle nicht bekannt vor, aber dieses Kabuff und Das die toten Kabuff. Menschen, die sich dann vermeintlich bewegen und so, Sanatorium da, oder was das. auch immer das, wie es heißt, da im Krankenhaus unten, ne? Ja, so sein Die Büro Leichen, halt, ne? ja. Achso, das meinst du Das mit meine ich, Kabuff, ja. ja. Das meine ich Naja, mit gut, ja, Kabuff. genau, weil es nämlich dann 97, also 3 Jahre später, ein Remake in den USA gab. 3 Jahre später. 3 Jahre später. Okay. Selbst von Ole Bornedal auch wieder inszeniert. Vom Regisseur. Und diesmal war aber Ewan McGregor statt dem Milchbubi. Waldo, wie du nennst. Nick Nolte als der Inspektor. Und Patricia Arquette als die Dame. Und Josh Brolin als der heftige Kumpel. Weißt du, wer Josh Brolin ist? Ja, das passt ja auf jeden Fall eher zu dem Cast, was wir so gucken würden. Also Ja. was ich freiwillig gucken würde. Also glaubst du eher, das war der Film, dass du den gesehen Da hast bin ich mit mir dem? ziemlich sicher, Hm, ja. okay. Ja, ich kannte ja beide natürlich schon, aber ja.
könnte es jetzt auch nicht mehr so richtig auseinanderhalten, ehrlich gesagt. So, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, da müsste ich das Remake vielleicht auch nochmal schauen. Was ich gerade sagen, vielleicht hätten wir da mal kurz einschalten sollen, einfach nur, da hätte ich es ja wahrscheinlich gleich gemerkt, ob ich das gesehen hätte, oder? Ja, dann waren sie alle auch noch jung und noch nicht so bekannt. Hugh McGregor und Josh Brolin, außer jetzt Nick Nolte zum Beispiel, der war dann natürlich schon alter Hase. Ja, aber so oder so ist mir aufgefallen, ich habe ihn schon mal gesehen, aber auf jeden Fall nicht bis zum Ende. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil du aber eingepennt bist, nicht weil er so schlecht war. Oder das kann man jetzt nicht genau definieren. Wieso, wie fandest du denn gruselig, spannend? Ich meine, es ist eher ein Thriller mit kleinen Horroranleihen. Ja, ich fand die Leute halt irgendwie ziemlich lahm. Irgendwie, also die Geschichte drumherum habe ich nicht verstanden, wen die interessiert. Also wofür die irgendwie, also es hat so keinen Sinn ergeben. Also erst irgendwann ganz spät haben sie ja einmal ganz kurz erwähnt, warum er diesen Job überhaupt macht. Also und ja. Man hat das eigentlich gar nicht verstanden, warum man das macht, weil er hat sich schon ab Tag 1 unwohl gefühlt, wo man sich einfach fragt, okay, dann mach doch was anderes. Und also sein bester Kumpel, der Bill Murray-Typ da, ist einfach total unsympathisch, wo man sich auch fragt, warum hat man so einen Affen als Freund? Ja gut, und warum Männer mit Frauen zusammen sind, um sie dann zu betrügen, ist sowieso ein ganz eigenes Rätsel. Ja gut, also das Ding ist jetzt hier, manchmal ist es ja ganz schön, wenn man so Geheimnisse hat. Also man ist nicht das Freunde-Ding, sondern so, dass man nicht von vornherein weiß, wieso der einen Job hat, was macht er eigentlich. Und dann hat er natürlich einen Job, wenn er studiert und das so intensiv ist, dass wenn du wegen des Geldes wegen und so arbeiten kannst, dann eigentlich nur nachts. Das dann gehe ich in eine Disco. Dann kannst du gleichzeitig lernen und so, ne? Ja, vielleicht gab es da in Dänemark nicht so viele Orte, wenn sie nicht gerade in Kopenhagen waren. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt waren, an welchem Stand. Und wie ist das da eigentlich deine mit der Disco in Dänemark? Weil ja Alkohol allgemein so teuer ist und alles. Gibt es das überhaupt? Oder ist das auch wie in England mit Sperrstunden und so? Weiß ich gar nicht, ne? Mit Feiern und das alles. Egal. Auf jeden Fall, eine Bar gibt es ja, wie wir gesehen haben, wo sie sich dann streiten und so. Mhm. Und, auch eine komische Szene. Wieso? Also ich meine, unterstreicht nochmal, dass das beide so Pfeifen sind, ne? Weil sie halt ihren Mädels, die sie ja scheinbar auch nicht so richtig heiß finden, nicht mal helfen. Aber irgendwie... Ja, habe ich das auch nicht. Und auch lieben anscheinend, wie man dann so später erfährt. Ne? Also wirklich lieben. Oder eine Typ jedenfalls, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Ne? Ich meine, ne, wir können ja spoilern jetzt hier. Oder das ist ja kein Spoiler, dass sie später heiraten. Was soll man denn machen, aber... Und so wie auch rüberkommen. Aber das zeigt ja auch nur, ich meine, da geht's in dem Film geht es ja auch darum... Okay, der ist ein bisschen crazy. Und die Motivation der Charaktere ist auch nicht so ganz verständlich. Die sind so ein bisschen durch, sind ein bisschen jung, wollen sie noch ein bisschen ausleben lassen, haben so Angst vor dem Erwachsenwerden, vor dem Standardleben und letztendlich erleben sie dann ja was Heftiges und dann kommt halt die Heirat, witzigerweise. So. Dann haben sie immer noch diese Subebene von dem direkt Angesprochenen, wenn das ein Film wäre und dann würde das passieren, wie würde heißen und so und das alles, ne? Ist ja auch witzig und so, was ist noch so ganz, ich meine, zu der Zeit auch noch 94, ist auch noch okay, so dieses Selbstreflexive. Und dann ist es ja auch immer so, immer kurz angedeutet und nicht so oft irgendwie, ne, dass es nur darum geht. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, wenn er auch sagt, was sagt er eigentlich, ja, der Charaktere und so, jetzt müsste das eigentlich passieren. Jetzt müsste eigentlich, ich weiß nicht, wo war denn das? Er war erst am Ende, ne, bei der Hochzeit, oder? Ja, aber vorher war auch sowas, wo er sagte, im Film der Charakter, der müsste jetzt eigentlich das sagen oder so. Irgendwas war da, ich hab's vergessen. Ach so, okay, das habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Ja, was der Film halt ausmacht. Okay, die handeln alle ein bisschen doof, was sie da machen und so, ne? Was da passiert und wie plötzlich. Und auch, wie alles dann so zufällig miteinander, ne? Sehr zufällig miteinander passt mit dem Inspektor, mit dem Mutter, das stimmt. Mit dem Mörder, wo er arbeitet und, ne? Das so wäre jetzt ein klassischer Daniela, das zu erwähnen. Aber das ist, macht den sympathisch, den Film, finde ich irgendwie, weil er trotzdem eine coole Atmosphäre hat und gerade auch in dieser die Nachtwache, wenn er die immer macht und halt da in seinem Büro hockt, finde ich voll geil. In diesem langen Gang so rausguckt im Dunkeln, diese Runde dreht. Und da hatte ich irgendwie mehr in Erinnerung und das ist mir schon fast zu wenig. Diese coole Atmosphäre und diese beängstigende, wenn er da lang geht und das alles stimmt. Macht. Und dann mit der Fantasie halt, was aussagt bei Filmen und so, dass er die Fantasie einen, diesen Streich spielt und alles viel schlimmer macht, als es eigentlich ist. Ne? Und dann irgendwann verliert er das ja und so. Ne? Und die Stille auch, wie wichtig die ist. Und dann wie er diese Lampe anguckt, ist ein Alarm, wenn einer von den Leichen dann doch keine Leiche ist und eben dann doch der Alarm zieht, weil ich bin noch am Leben, ich bin noch am Leben. Und der da hinguckt und sich nur die ganze Zeit die Vorstellung und diese Stille da ist und überlegt, jetzt könnte dieser Ton erklingen, dass das, wie schrecklich das ist. So wie wenn du abends im Bett liegst, hast vielleicht einen Horrorfilm gesehen oder überhaupt was
Und es ist still und du liegst da und guckst auf die Tür und denkst, jetzt könnte da was reinkommen. Und du so heftig dran denkst, dass du dich so verrückt damit machst und so. Und so ist das da und das ist gut dargestellt. Und dann klingt ja auch immer seine Eieruhr und er denkt und erschreckt sich, ne? Ja. Aber das ist halt ein bisschen weniger als gedacht. Aber ich fand es auch nicht so schlimm, wenn die an den anderen Orten sind, mal da in der Kirche, dann draußen in der Bar und alles, ne? Und nachts da unterwegs bei Hans Christian Andersen an der Statue, diese bewerfen. Ja, aber why? Aber das ist vielleicht das, was ich meine. Diese Gruseldinger, also nicht, dass ich da jetzt, aber die fehlen eigentlich, da erwartet man eigentlich mehr. Und diese Szenen dazwischen, das meine ich halt, wofür? Also das ist so. Ja, um diese Freundschaft auch zu etablieren mit den beiden und so, dass sie auch so anscheinend schon, seit sie jung sind, Freunde sind. Und das ist immer noch so ein bisschen, wir sind irgendwie wie Kinder, wir sind noch nicht erwachsen, wollen es auch nicht werden. Und deswegen machen wir ein bisschen mehr so Blödsinn, saufen, Quatsch, Spiele spielen und so, ne? Mhm. Weil sie halt Angst haben, so erwachsen zu werden. Klar, es ist immer noch nicht so auf hohem Niveau, aber irgendwie trotzdem ganz sympathisch gespielt. Halt eben, wie du selber gesagt hast, Kim Bodnia und ganz atmosphärisch. Mhm. Aber letztendlich dann am Ende, was du auch gesagt hattest, dass dann zwischendurch so übertriebene Andeutungen an Psycho kommen mit den Geigen, Violin, Streichern da, ne? Und so. Ja. Und dann auch nichts explizites Brutales, ne? Mhm. Aber die Andeutungen und so sind trotzdem eklig und gut dann. Ja, das stimmt. Ja. Und also fandest du es nicht gruselig? Ja, doch schon, weil ja dann, also in diesen Szenen, die ich jetzt mehr erwartet hätte, wo er da in seinem Kabuff halt sitzt, da wartet man ja schon darauf, dass jetzt irgendwas passiert und dass da jetzt irgend so eine Leiche von ihrem Bett springt oder, also eigentlich das, was ja auch alles passiert, das erwartet man ja auch, aber da hätte ich tatsächlich mehr von erwartet und dieses Klimbim drumherum halt irgendwie nicht so. Mhm. Oder vielleicht hätte das mehr damit einbezogen. Also keine Ahnung, mir, also weiß ich nicht, irgendwie fehlt da was. War das für so getrennt mich. Für dich irgendwie so, ja. Von der Geschichte und visuell. Halt, weil dieser Zusammenhang, ne, warum zeigt man zwischendurch das Leben von denen und dann aber nur, was der eine nachts macht, was machen die anderen nachts? Also das irgendwie, ja, irgendwas fehlt da für mich. Okay. Ja, ich würde auch sagen, so hundertprozentig ausgereift ist er nicht. Ne? Also es war halt dann auch mega erfolgreich, kam gut rüber. War halt wirklich so ein guter Thriller, kurzweilig, vielleicht auch, weil die gerade verrückte Sachen gemacht haben und so. Bei den Jüngeren auch, ab 16 ging ja noch, ne, dass er gut ankam. Und wie gesagt, ich finde ihn auch immer noch cool, ne, ist jetzt kein Meisterwerk oder dergleichen, aber ist halt echt atmosphärisch und so, gerade auch 94 und so, das passt alles. Mhm. Das ist zum Beispiel in die Szene, als die Leiche dann, die Fußspuren da sind und die da so weit weg woanders liegt. Das wird ja nie wirklich aufgeklärt, ob das jetzt eingebildet hat, ob er sich eingebildet hat oder ob das wirklich der Bösewicht war und die da hingelegt hat, um verrückt zu machen, wofür es auch keinen wirklichen Grund gäbe. Weil da geht es ja nicht darum, dass man den unglaubwürdig macht oder so, ne? Mhm. Das war ja auch Quatsch. Ja. Und die Endszene, das war halt auch ein bisschen komisch, fandst du nicht? Also wir können jetzt ja mega spoilern, aber als Kim Bodnia da gefesselt ist, der Polizist, der andere ohnmächtig oder totgeschlagen wurde, und dann nimmt ja der Mörder, der Inspektormörder, nimmt dann ja dann Kim Bodnia eine Handschelle ab und ohne eine Waffe oder irgendwas und hängt ihn da an dieses Rohr dann dran. Und Kim Bodnia wehrt sich überhaupt nicht, macht gar nichts und so oder schlägt ihn oder läuft in dem Moment weg oder dreht ihn weg, weil er ist ja auch nicht ohne und so. Ne? Der andere ist ja nur groß, aber schlank. Kim Bodnia ist ja voll das Vieh eigentlich, aber das zeigt ja auch schon so, dass er. Das sieht man aber überhaupt nicht. Richtig. Das muss man aber wissen. Was? Dass der so ein Vieh ist, der sieht aus, als wäre der 1,60. Kim Bodnia. Nee, aber der ist ja richtig breit und so. Und klein ist er auch nicht. Nein, nein, der ist auch nicht klein. Nur weil er eben so breit ist, sieht er halt auch klein aus, dann gedrängt er, ne? Okay, ja. Und gut, aber das könnte auch wieder eigentlich sogar realistisch sein, dass du in dem Moment dann eben, dass es zeigt, dass die eben keine sind, die jetzt so auf Abenteuer und wilde Sachen sind, sondern dann gleich starr sind, paralysiert ich sind. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn sie nicht mehr für ihre Freundin in der Bar aufstehen, für so ein paar Affen, dann natürlich bei so einem, der wirklich gefährlich ist, außer dann so passt ein dummes das ja eigentlich, ne? Aber dann ist es halt so, dann schneidet er sich auf einmal den Daumen ab. Das ist heftig. Und das ist halt irgendwie, das passt da schon irgendwie gar nicht so richtig rein. Das war ein bisschen komisch. Nee, zu seinem Typ eigentlich nicht. Also habe ich ja auch gleich gesagt, ne, endlich macht er mal irgendwas Vernünftiges, ne, weil es eigentlich überhaupt nicht zu ihm passt. Das ist schon ein bisschen sehr crazy. Aber vielleicht ist das der Moment, der zeigt, dass er doch irgendwie nicht ganz so Banane ist, wie man immer denkt. Also doch seine Freunde halt wirklich liebt. Ja, genau, das so, ist dann das ne? überwiegend und so. Dass er zwar irgendwie crazy ist, aber trotzdem. Ja, ja, das ist auch das Ganze, was du sagst, meine Freunde betrügen und so. Gut, die haben da diese Nutte. Und ob er mit ihr geschlafen hat, ich weiß noch nicht mal unbedingt oder so.
ob er das eigentlich einfach nur sagt, um das so auf seinen Nein, ich glaube, der Freund will zu projizieren und so. Ja. Und so tut und so und dann mit dem Freund auch dieses Spielchen macht da, ne, wo er den, einen Blowjob kriegt da mitten im Shikimiki-Restaurant, im Peu-Peu-Restaurant. Ne? Und dann diese alles tun irgendwie, dann irgendwie mit Blödsinn machen, Aufgaben erfüllen, mit anderen Frauen in Anführungsstrichen schlafen, weil sie eben gar keine bösen Jungs sind, sondern eher, weil die echt anscheinend, besonders Kim Bolton, ja mega Angst vor dem, vor der Zukunft haben. Ne, so übertrieben jetzt rein interpretiert, ne? Muss man da jetzt nicht machen im Film, ist eigentlich Quatsch, ne? Aber so, das ja, macht er schon so beiläufig und am Ende geht er nochmal mega drauf ein, so mit der Hochzeit und dass sie eben, ne, jetzt doch, dann sind, oh, jetzt ist dann eine Familie und dann haben sie doch ihr Spielchen irgendwie und so. Ja, und ich jetzt würde ich auch nochmal gerne das Remake sehen, um es nochmal genau zu vergleichen, ob er dann in Anführungsstrichen den Film besser gemacht hat. Weil es hat ja genauso. Ja, grundsätzlich würde ich es ja, würde es mich auch interessieren, ich würde ihn auch gucken, aber leider nein. Außerdem ist jetzt Weihnachten und es wird Zeit für Weihnachtsfilme. Muss man nicht zweimal den gleichen Film gucken, den man sowieso schon mal gesehen hat. Ja gut, wie bei Funny Games zum Beispiel, Michael Haneke, der Österreicher. Das hattest du nämlich gesagt währenddessen, wo du sagtest, so wie mit dem Remake, das ist, ist ja wie bei dem Haneke-Film, ne? Funny Games, weil er dann auch selber das Remake gemacht hat, das US-Remake. Da waren es aber 97 original und 10 Jahre später das US-Remake. Also 10 Jahre würde ich schon wieder sagen, okay, dann ist vielleicht interessant. Weil ja, da hast aber du so eine ganz andere Sicht darauf, auf das Werk und jetzt trotzdem fast 1:1 gemacht und um Kleinigkeiten geändert, ne? Ja. Außer wenn man jetzt mehr als Kleinigkeiten sind, natürlich die Schauspieler und die Sprache und so, ne? Aber ja, der Rest ist so. Und es wurde Tropea in dem Film genannt im Original. Ja. Ja, da wurde Tropea genannt. Da sagen sie, ah, die sind im Urlaub in Tropea. Oh. In meinem Heimatdorf. Ja, yeah, das gab's überhaupt. Und schon kriegt ein Stern mehr, der Film. Genau. Und da war es so, ich weiß nicht, ich finde das so schnell zu machen auch, wenn dann ist der Grund echt nur Geld und so Publicity, weil so ein Werk dann nochmal von Anfang an, das ist schon krass. So ein künstlerisches Ding, da muss er eben abschließen und das war's. Ja. Da ist er ja zu der Zeit, weiß ich nicht, gerade aus den Kinos raus, so ungefähr. Also, naja, genau, das ist ja gerade auf DVD im Fernsehen gerade und dann kommt schon das nächste. Und das Remake hieß dann auch Nightwatch in Amerika, ne? In Deutschland haben sie es genannt Freeze. What? Ja, Freeze. Kälte wegen der Leichen und so und alles, ne? Und wegen der Angst und so, Freeze. Albtraum, Nachtwache war der Untertitel natürlich. Ja, okay. Gut, ist ein typisch deutscher Titel, ja. Könnte auch ein Tatort sein. Das ist wirklich, das ist witzig, weil das Remake kam dann, als Funny Games das Original gerade kam, im selben Jahr, fand ich gerade auf. Ja. Lustig, ja. 97 war es dann. Na gut, dann kann man auch sagen, das Original hat auf jeden Fall mehr eingenommen als das US-amerikanische Remake. Ja, Gott sei Dank. In den Kinos. Das ist schon heftig für so einen dänischen Film, der da mehr einnimmt als ein Original. Gut, damals waren das noch nicht gute etablierte Schauspieler, ne? Aber ja, war auch vielleicht zu kurz. Vielleicht haben alle schon gesehen, das Original, und dann brauchte man auch das Remake nicht. So ja, wollte ich gerade sagen, so kurz danach, weil, ne, wie gesagt, wenn ich, vielleicht habe ich den nicht im Kino gesehen, sondern nur auf DVD und dann kommt gleich das Remake, dafür müsste ich dann ins Kino gehen, da habe ich vielleicht keinen Bock drauf, weil, weiß ich nicht, war Kino da auch schon so teuer, ich kann mich gerade nicht erinnern, ja, und dann vergisst man es vielleicht auch einfach, ne, also 3 Jahre ist einfach ein bisschen kurz. Und wie fandest du es, dass in dem Film dann wenigstens der Mann komplett nackt gezeigt wurde? Dein Milchbubi, wie du nennst. Also wirklich aus einer Perspektive aus, so von vorne unten irgendwie. Damit wollten sie beweisen, dass er älter als 12 ist. Weil er da ja so einen Busch hat, den hat man mit 12 bestimmt noch nicht. Mehr hat man ja nicht gesehen. Genau wie bei der Leiche später auch, ne? Ja, aber das ist ja so wieder toll, weil dann liegen die da halt bei Sonnenschein morgens, mittags waren auch immer im Bett nackt und dann auf einmal sind sie mal angezogen und die denken drüber oder irgendwas. Ja. Aber man liegt dann halt, ne, gerade auch, was, wenn man was für sich so Schönes gemacht hat, ne, schlawinert hat oder so miteinander. Mhm. Halt nackt da, ne, das ist dann so dieses typisch europäische Kino. Das war bestimmt im Remake nicht so, das will ich dann sehen. Das stimmt, in Amerika wäre da so diese cremefarbene, ganz dünne Decke und alle intimen Teile sind verdeckt und nur ein sexy Bein guckt raus. Ja. Und ja, sie hält ihre Brüste. Ja, stimmt, sie hat nur um die Brüste so. Ja, ja. Nein, in den weißen Laken. Ja. Dass das Dekolleté schön aussieht. Und, Aber ich muss sagen, noch mal insgesamt, ich fand es nie langweilig eigentlich, weil die Szenen auch alle knackig waren. Auch die jetzt außerhalb des
Sanatorium, auf jeden Fall da. Und die Leichenhalle da Senator. unten im Krankenhaus, ja. Wenn da kein Peu Mensch da à ist peu. nachts. Ja, Ja, genau. das stimmt. Langweilig war er nicht. Nein, da waren keine, ich meine, der ist auch nicht so lang, aber 105 Minuten waren es jetzt, glaube ich. 107 hast du vorhin Ah, gesagt. dann ist es 7. Jetzt, ja, ich weiß nicht mehr mit dem Remake und so, keine Ahnung. Das ist auch schon ein Anzeichen da, genau, was da passiert ist. Wahrscheinlich wegen NTSC und PAL, ne? Wegen der verschiedenen Frames, egal. Auf jeden Wie Fall bitte? war der echt kurzweilig, trotzdem. Ja, also er war schon okay, der Film. Wir haben schon. Was soll ich jetzt sagen? Nicht Wir zu haben gut schon unsere andere gesehen. gesehen. Wir haben schon andere Filme gesehen. Der war okay. Gut, dann Danielas, wie sagt man? Statement, Schluss, Fazit. Ja, Scheiße, Mann. Fazit. Danielas Fazit. Damit also, okay. Okay. Dann hören wir jetzt auf. Ja, Merry Okay. Christmas. Merry Christmas. Ah ja. War das die letzte Folge jetzt Weihnachten? Ja, das war die letzte Folge vor Weihnachten. Vom Podcast-Quickie Jetzt können wir jedenfalls. noch zu Yippie-Yay, aber ansonsten geht jetzt zu Weihnachten leider gar nichts mehr. Ja, jetzt geht gar nichts mehr. Nee, tut mir Dann leid. wünschen wir, dann kannst du auf jeden Fall, ich höre und sehe, nee, mich sehen und hören die Zuhörer und Seher nochmal. Aber du kannst dich schon mal verabschieden Ich gehe in den Weihnachtsurlaub. und Weihnachten Wir wünschen. hören uns im nächsten Jahr. Auf super geile neue Filmchen. Oh ja. Ja. Und dann dieses Mal wird es so sein, mir fallen jetzt irgendwie keine Filme ein, jetzt lasse ich einfach bei Ja, ich Instagram bin alle sowas voten. von Soll gespannt. einfach selber Filme reinschreiben und ich werde dann schauen, da werden wahrscheinlich keine doppelt sein, aber ich werde dann würfeln, zwei Filme auswürfeln, außer sind welche wirklich mehrere genannt worden und von den beiden, aus den beiden, von den beiden, bei den beiden, man soll sich dann auf jeden Fall entscheiden und voten für die letzten zwei Filme und fertig. Ja, dann Okay, sind, vielleicht sollten wir das nochmal sagen. ja, Und gut, das ja auch dann, nicht dieses Mal ist, sondern nächstes ja, Mal. ich schreibe das dann sowieso da rein, das checkt schon jeder. Dann, Viel Glück. danke an die Zuhörer. Buonanotte. Danke, Daniela. Das war Cinema Volante.